Ich weiß nicht. Aber das hat anscheinend noch nicht mitgekriegt, dass wir mittlerweile im 29. Jahrhundert leben. Schau, das Essen war ja soweit ganz in Ordnung. Aber wenn du gehobene Gastronomie anbieten willst, dann kannst du den Fraß von gestern einfach nicht mehr auftischen. Das hat ja um Welten hinten. Das hat ja einen Startschuss verschlafen. Wo ist die Kreativität? Der kulinarische Mut. Du kannst schon heutzutage nicht mehr ein Carpaccio servieren und morgen damit noch irgendeinen Scheiß wieder richten. Na, tut mir leid, dass ich mir das hier ausdrücke. Aber ich muss da deutlich sein. Schau, das Essen hat geschmeckt. Aber ich habe mich da während gelangweilt. Und schmecken, aber langweilen, so wie normalerweise war eine Würstelbude. Das kocht ja Würstelbude. Essen ist heutzutage nicht mehr Standard. Essen ist zu Kunst geworden. Und das hängt auch nur im Naturalismus fest, was keiner Sauma sehen will. Na, das kennt ein kein Status damit enthalten. Ich muss ein Chorstufen. Das, wo ganz das falsche Zeichen setzen. Dass die Gerüchte alle miteinander ein kompletter Quatsch sein. Mir geht es auch nicht darum, auszufinden, ob die stimmen, sondern wo die herkommen und wer die Bilder in Umlauf gebracht hat. Absolut verständlich. Schauen Sie, wenn sich da jemand gewillt hat, eine Hetze draus machen, dann wird die Hetze schnell wieder vergehen. Und falls mehrere dahinter stecken sollen, dann werden wir das schon ausfinden. Dann entsprechend dagegen vorgehen. Weißt du, wenn ich mit denen zu der Polizei gehe und frage, ob sie ermitteln könnten, wer die Bilder in Umlauf gebracht hat, die lachen mich aus. Der meisten auf der Eier gehen wir schon in die Medien. Jetzt ist 13 Jahre her und dann kommen ein paar Saloppen, verbreiten irgendwelche hirnrissiger Gerüchte und dann kommen unsere auch so super Qualitätsmedien und stürzen sich drauf wie ein paar Hyänen und schreiben einen sinnlosen Artikel nach dem anderen. Und dann heißt es, ja, wir berichten ja, was im Internet so geredet wird. Wir sagen ja nicht, dass das so ist. Aber was die damit umrichten, die wissen die ganz genau. Qualitätsmedien für den Arsch. Da wird alles getan für ein paar Klicks und Verkäufe. Auf den Punkt gebracht. So ist's. Aber verlassen Sie sich klar auf Inzer Hafner. Das, was im Internet geschrieben steht und was die Medien sie berichten haben, können wir auch nicht mehr ungescheit machen. Aber wir werden dafür sorgen, dass die Bilder und Posts von Internet genommen werden. Und dass die Leute, die das zu verantworten haben, so etwas das letzte Mal getan haben. Jetzt, ich will nicht, dass er sich umbringt, ist schon klar, oder? Es hat jetzt ein bisschen liegen geklungen. Nein, das ist schon klar. Sicher selbst können wir schon nicht da, oder? Nein, ich mache gleich Scherze. Mafia sind wir keine. Ja, ich glaube, ich habe genug gehört, Herr Hoffmann. Oder gibt es noch etwas, was ihr wissen sollt? Nein, ich denke, das war's nochmal von meiner Seite. Oh, du kannst mir helfen. Ich kümmere mich drum, ne? Ein Zeichen, ein Unterschied. Thank you.
Tränke eignen sich gut, um den Magen und die Verdauung ein wenig zu unterstützen. Zum Beispiel Kombucha. Haben Sie von dem schon mal was gehört? Ja, haben wir gehört, dann ist es wahr. Kombucha ist ein fermentierter Tee, der hilft die Darmaktivität zu unterstützen. Da ist eben viel Vitamin B und probiotische Bakterien drin, die helfen, die Magensäure zu regulieren und alles allgemein ein wenig im Gleichgewicht zu halten. Kombucha können Sie beispielsweise in der Apotheke oder im Reformhaus kaufen. Oder natürlich auch selbst herstellen. Oder beispielsweise auch Ingwer, das ist auch super. Da ist viel Gingerol enthalten, was entzündungshemmend ist und antioxidantisch und einfach allgemein gut für den Magen. Schneiden Sie sich einfach ein paar Scheiben in den Tee rein, das kann Ihnen auch schon helfen. Gut zu wissen. Aber es gibt auch Getränke, die sich hemmend auf die Verdauung auswirken. Wie beispielsweise das allseits bekannte Verdauungsschnapsel, was leider das Gegenteil bewirkt, indem es die Fettverbrennung hemmt und das Essen noch länger im Magen liegen bleibt. Herr Heiß, ich glaube, ich habe nicht ganz unrecht, wenn ich behaupte, dass Sie das alles da gar nicht richtig interessiert, oder? Weil für die Wand rede ich jetzt auch nicht gern. Haben Sie nicht ganz unrecht. Ich habe den Termin ja nicht gemacht. War schön, mein Chef, der Zlatko. Der Zlatko ist der Herr Vukoja, oder? Ja, genau, der Herr Vukoja. Der geht seit neuestem allem zu seinen Fortbildungen. Und ja, in der letzten ist es ums Thema Mitarbeitergesundheit gegangen und dass das anscheinend die Aufgabe von Chef ist, zu schauen, dass es seine Mitarbeiter gut geht und ja. Fanatisch wie er Zlatko halt ist, hat er jetzt angefangen, solche Gesundheitstermine dort zu machen lassen, weil ich ein, zweimal über Magenbeschwerden gelernt habe. Okay, schade. Aber wenn Sie nicht dächter werden über Verdauung reden, ich meine, jetzt bin ich schon da, der Termin ist schon gezahlt. Und schon kann es auch nicht, oder? Ehrlich gesagt, habe ich immer ganz andere Probleme. Und ich kann mir immer wirklich et fürs Thema Verdauung begeistern. Ja, aber psychische Probleme können sich auch auf den Magen auswirken, Herr Heiß. Deswegen kann da schon trotzdem eine Verbindung bestehen. Ja, was heißt psychische Probleme? Die Freundin hat sich von mir getrennt und jetzt geht's mit einem richtig scheiße. Sei schon normal, oder? Sei macht da jeder durch. Und wenn es deswegen einmal eine Zeit jetzt scheißen da gehe, dann ist es halt einmal so. Aber ich will jetzt auch nicht unhöflich sein. Sie seien sicher eine super Ernährungsberaterin. Sie haben ja eine Zeit lang Medizin studiert. Nein, Semester. Ja, gewaltig, aber ich habe aber keinen Kopf für das und hätte ich den Termin da jetzt nicht wahrgenommen, dann wäre halt wieder der Zlatko auf die Eier gegangen. Ich verstehe. Ja, schade. Aber der Herr Gallo hat auch noch einen Termin bei mir. Kann ich mich da dann aufs Gleiche einstellen? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ihn dann über das Tierauto tut, aber ja, ich weiß es nicht. Atmen Sie tief ein und aus. Stellen Sie sich nun vor, Sie würden gerade eine Zigarette in Händen halten. Betrachten Sie sie und sagen Sie dann Nein. Sprechen Sie es laut aus. Nein! Reißen Sie die Zigarette auseinander und werfen Sie die beiden Teile von sich. Gut. Sie sind stark. Sie werden es sich und der Welt beweisen. Haben Sie nur Mut. Die ersten Schritte sind getan. Und wie Sie weiterhin rauchfrei bleiben, erfahren Sie im nächsten Kapitel. Kapitel 4. Thank you.
Michel, wir müssen rein. Kann ich dir helfen? Weißt du, Michel, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man frisch einen Bandzimmer hat, dann geht alles ein Stück leichter. Setz dir mal nieder, wenn du so weit bist. Bereit? Also Michi, in einem Job, der verdammt gut gezahlt wird. Und deswegen will ich den halt perfekt machen, damit ich nie Arbeit verliere. Bisher gibt es auch momentan lauer Sachen und sei es die Forderungen von meinen Klienten zu erfüllen. Und die Sam sein wie folgt. Erstens, außer sie fänden, warum die Bilder von Rupert Gernot im Internet genannt sind. Zweitens, woher die Bilder stammen, insbesondere das von der Tatwaffe. Drittens, wieso behaupten wir, der Rupert Gernot sei wieder freien Fuße, obwohl es nachweislich falsch ist. Und viertens, dafür zu sorgen, dass die Bilder vom Internet verschwinden. Und du, lieber Michel, bist als die Quelle für die ganzen Bilder von uns identifiziert worden. So, jetzt weißt du eigentlich alles, was du wissen musst. Jetzt magst du lange noch erzählen. Weil bevor du etwas erzählt hast, und zwar alles, gehe ich jetzt von der Aussteigerin, was du anscheinend der Zimmer nennst, raus. Hm? Also Michel, dein Auftritt, schieß los. Okay, aber ich darf mir lässt du einen Unsinn, wenn ich es darf. Halt! Finger weg! Ich probiere gerade das Rachen zu lassen und da ist mir ein wirklich gutes Gefühl. Also bring mich ja nicht in Versuchung. Okay, okay. Schau, ich will keine Probleme haben. Ich sage dir alles, was ich will. Perfekt. Mehr eine willige Arbeit. Also ja, es stimmt. Ich war derjenige, der was die Bilder online gestellt und mit seinem Gerüchte verbreiten hat. Aber mich würde es jetzt eigentlich schon wundern, wie ich es mir eigentlich gefunden habe. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Jedenfalls, von wo die Bilder herkommen, wieso genau die Gerüchte und welchen Zweck das alles erfüllen soll, weiß ich wirklich nicht. Ich meine, ich bin leider Mittelsmann. Ich biete allerhand die internetbezogene Dienste und ist eigentlich ganz egal was. Und mir hat jetzt eben jemand einiges an Geld geboten, genau das eben ins Internet zu stellen. Und dann habe ich nicht wirklich länger nachgefragt und der Kunde hat halt anonym bleiben gewählt. Aha, ja. Klingt schon am interessant, aber ich hoffe, das war jetzt schon alles, weil sonst bin ich enttäuscht. Und wenn ich enttäuscht bin, dann wäre ich halt ungemütlich. Nein, war noch nicht alles. Nein. Zwar sage ich schon in meinen Kunden, dass sie anonym bleiben, aber manchmal recherchiere ich halt trotzdem noch. Man weiß ja nie, auf wen man sich da einlädt. Und dem ist mir es halt nicht wirklich leicht gefallen, aber ein paar Infos habe ich. Was heißt jetzt ein paar Infos? Weißt du jetzt, wer es ist oder weißt du es nicht? Nein, wenn ich mir so direkt frage, weiß ich es nicht. Aber laut Handyortungsdaten haltet sich die Person oft im Rapoldi-Park zwischen 12 und 1 auf. Wahrscheinlich macht es eine Mittagspause. Und ich habe ein Foto auch getrieben von einer Internet-Tauschbörse, wo sie mit der Nummer angemeldet war. Dann hat sie sich aber LA12 geheißen oder so. Also eine Nummer habe ich nicht. Und ich kann jetzt nicht wirklich garantieren, ob sie es ist. Aber ich kann dir ja mal das Foto ausdrucken. Ja, wenn ich sie geordnet habe, dann wärst du meine Handynummer. Magst du mir da das auch geben? Kann ich machen, aber die ist nicht mehr aktiv. Diese wird sie danach gleich mal geändert oder deaktiviert haben. Und sie hat mir auch mit dem Brief den Briefkasten gezahlt. Also, aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war es dann zwischen 12 und 1 im Park. Ob sie es dann mit selber Nummer geht, kann ich dir leider nicht sagen. Aber wahrscheinlich arbeitet sie in der Nacht und macht dann halt Mittagspause. Ja, Noah, gib mir mal das Foto. Okay. Und ich werde schauen, dass ich die Bilder wieder auch kriege. Sie werden zwar nicht ganz leicht werden, sie ist aber solche Sachen. Wenn man einmal die Büchse der Pandora geöffnet hat, dann fängt man es schwer wieder ein. Mhm. Aber auf ein paar Plattformen müsste ich das wieder auch kriegen. Ja, schau gleich, dass es dann etwas weitergeht. Werde ich machen. Mhm. Und das ist also dein Job. Vielleicht etwas im Internet dienen oder wie? Ja, soll ich das sagen?
läuft recht gut. Ich kann davon leben. Und ich tue es eigentlich hauptsächlich, weil ich nebenbei noch an meinem Computerspiel weiterarbeiten kann, was ich gerade entwickle. Und irgendwann auch veröffentlichen will. Ein Computerspiel? Voll cool. Was gehört's denn? Ja, es soll ein Shooter werden, bei dem was man zwischen Dimensionen hin und her hupfen kann. Okay. Und je nachdem, in welcher Dimension das man ist, ändern sich deine Waffen und auch die Gegner. Mhm. Und jetzt Ziel ist, strategisch zwischen Dimensionen hin und her zu hupfen. Und ja, das ist übrigens der Hauptcharakter. Den man selber designt. Naja, Headlets. Ja, Michel. Du hast eh ganz kooperativ gezeigt. Vielleicht auch wie ein Zwick-Kooperativ für meinen Geschmack. Weißt du, Michel, wenn du mir einen Scheiß erzählt hast, dann kannst du jetzt noch ausbissen. Aber wenn du mir einen Scheiß erzählt hast und dich trau komm, dass du mir einen Scheiß erzählt hast, nur Gnade dir Gott, du miese Wichser. Gibt's noch etwas, was du mir erzählen willst? Alles klar, passt. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Michel. Und viel Glück für dein Spiel. Ich kann es, wenn es raus ist. Mach's gut. Servus. Ja, aber ich meine, wenn du wie ein Genug kriegen willst, dann musst du schon zwei Braten nehmen und bist bald einmal wieder 6 Euro los. Ich will ja klingen wie ein alter Mann, aber früher war schon alles ein Stück billiger, oder? Ja, na klar war es billiger, aber ich meine, gleich ins Geschäft, lass uns zwei Lecker machen. Kostet weniger. Ja, logisch, da ist das ganze scheiß Gemüse drin, aber ist eh nicht teuer und brauche eh keinen Mensch. Ja, sei mir schon recht, aber. Insgesamt ist es teurer geworden. Ja, absolut, aber jetzt brauche ich mir eher Geld für die Zicken. Das weiß man wirklich. Important habe ich das Gefühl. So wie das letzte Mal, oder? Jetzt leider ist das Lacker will. Geht's auf einmal, oder wie? Nein, das haben die recht, wo ich es nicht so. Klar, er war schon immer Motivation mehr. Und der CD, was er mir geschenkt hat, der ist echt super. Wirklich. So, ja, sei schon erst 3 Tage, okay. Aber wie gesagt, das ist mir ein brutales Gefühl. Ja, ja. Und? Was sagst du für einen Termin mit der Ernährungsberaterin, was er dir gemacht hat? Bist du so massa motiviert? Na, falsch, als wenn ich nicht anders zu dienen hätte, jetzt ganz ehrlich. Was hättest du einen Termin gestern bei ihr gehabt, wissen, ja? Ja, ja, ich habe noch mal Auge tun. Und halt alle, dass das Land keine Ruhe gibt. Ich meine, sie war zwar nett und kompetent und Medizin hat zuerst studiert und also, sie war schon fit in den Sachen. Hm. Ja, ja, dann haben wir halt da wieder über Kombucha geredet. Kombucha? Was ist denn das? Ja, hat irgend so eine Tee, der dem Magen hilft und solche Sachen. Aber man kann da ein paar Scheiben Ingwer in ein heißes Wasser tun, scheint's. Dann machst du gescheit das nächste Mal Bier warm und schneidest dann mal ein paar Stücke hin. Ja, sei gern auch, hat sie gesagt. Na, aber sie hat schon gemerkt, dass die Leute recht Bock da haben, haben wir es auch im Frühjahr gelabt. Noch dir? Hat sie auch schon gefragt. Aber dann hat er aber gesagt, dass du da wahrscheinlich auch die Tiere hattest. Nein, jetzt ganz ehrlich, wenn ich es raten lassen, dann soll das Lack kommen und zufrieden sein und nicht dummen anteilen. Er ist auch noch wieder so eine Phase für ihn und in einer Woche hat er eh vergessen, dass er den Termin überhaupt für uns gemacht hat. Ja, ich hoffe es war. Du, aber der Termin bei den Fitnesstrainer ist ja auch auf dem Programm. Ah ja, na wenn du mal das jetzt noch mal. Übermorgen? Nein, ich sag irgendwie verkehrt oder keine Ahnung. Da jetzt auch miteinander laufen und danach nicht mehr dir, Herr Brinker eh nicht. Und sei du es sowieso nicht. Ach ja, ich werde aber hingehen, ich habe ja gerade überhaupt nichts zitieren. Ich will die Woche lang mal umbringen. Ja, stimmt, du musst deinen Zwangsurlaub auch noch umkriegen. Aber wirklich helfen tut dir der wohl auch nicht, oder? Ja, nein, was etwas, was sich da denkt. Wenn mit einer Beziehung Schluss ist, dann will man sich wohl auch noch lenken davon. Und dort eine Woche Urlaub in den Druck kriegen. Was meint denn der Zlatko da, dass ich
zu einem buddhistischen Tempelforum und einmal eine Woche über meine innere Mitte meditieren oder was? Ich krieg die Zeit, Tuma. Sei's. Ja, ja, was sag ich? In der Woche ist bald einmal um, dann kannst du wieder loslegen und dann wird du noch bald einmal wieder vergessen. Oder wie lange wartet es noch mal zusammen? Ein halbes Jahr. Ja, nur! Andere haben länger nie erst noch einen gehabt, wie das zusammen wird. Und in diesem geht es auch wieder gut. Ja, stimmt. Aber recht. Ich wuch da die Runde und du hast wieder noch einen mordspannenden Auftrag. Ja. Nein, nicht wirklich. Ich habe das eh schon erzählt, aber kaum einen Satz habe ich ausgelassen. Nein, im Morgen gelassen und hat er gezwitschert, als wie ein Fägele. Ich liebe den Job. Am Ende war es eh ganz ein komotter Typ und morgen werde ich schauen, dass ich die Typen noch ausfindig mache und dann wird sich das Rätsel auch erklären. Da muss man auch sagen, was rauskommt, weil das interessiert mich auch. Der Mord war ja Sam schon eine Riesensache. Und da jetzt haben sich die Medien wieder auf die Gerüchte gestürzt, obwohl es ja nachweislich jetzt stimmt. Am Ende kennst du ja in die Zeitung. Ja, nein, Herr Fahrrad, no. Aber hier erzähle ich es noch sicher. Ich glaube eh nicht, dass da irgendwas Gott was dahinter ist. Da wäre schon da eine Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die Welt haben oder was weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass da was Gott was an der Sache dran ist. Ja, möglich. Ach, ich bin einmal gespannt. Was mit denen soll. Wir sollen uns zwar richtig bescheuerter Hawaii-Hemmer kaufen mit Palmen, Ananasen oder so einem tropischen Scheiß drauf, uns in irgendeinen Flieger setzen und auf irgendeinen Strand eine Cocktailbar rautieren, wo wir den ganzen Tag selber das saufen. Du, da hast du langsam wirklich durchgerinnen, oder? Ja. Anscheinend. Schau, auch so und et anders schneidet man einen Speck auf. Ja, super, weil jeder hat das ja auch auf Schnittmaschine. So lädt aber jeder. Weil genau so und et anders schneidet man einen Speck auf. Arno, servus, grüß dich. Entschuldige. Ja, Leon, wir sind komplett vergessen. Ich habe so viel Zeug zu dir und Sachen um die Ohren, dass ich anscheinend nicht mehr ganz bei der Sache bin. Ja, aber hast du etwas dieser Teil oder einem zu? Sind echt alle Weile und sehr flanginiert. Ja, ich hätte wohl auch gehofft, dass er ihn nachlädt. Aber jetzt war erst der Statiker da wegen der Almhütte. Es sind ein paar Sachen dringend zu renovieren. Mhm. Dann mag ich es erst mal klären, weil dann kriegen wir meistens Probleme mit der Bauverordnung. Und ja, dann haben sie zwei Köche fast zeitgleich gelattet. Jetzt mag ich schauen, dass ein paar Rinderstelle ein paar halbwegs sind. Ja. Und die Frau möchte in Urlaub fahren, nicht? Dann macht die selber einen Stress, weil es sich logisch nicht ausgeht. Dann hat die selber einen Sieger und ja, soll ich noch ein paar Sachen erzählen oder reicht dir das einmal? Also das reicht vollkommen. So viel genau, das hätte man wissen gewählt. Ist gleich, nicht? Ich möchte einmal sagen, danke, dass wir wegen überhaupt umfangen und dass wir wegen da sein. Und wenn du jetzt wirklich echt geschafft hast, weil du so viel genährt hast und so viele Sachen um die Ohren hast, dann ist es auch kein Problem, wenn du nicht dabei bist. Also das ist schon allein. So viel Dinge ist set. Da war ich schon gerne dabei. Ist eine ganz nette Abwechslung und sicher ganz interessante. Und sie ist. Sie ist eine Schauspielerin. Ja. Rebecca, da ist einfach. Sie ist ganz allein ins Boot noch. Nein, oder? Es ist noch jemand. Also es ist der Settler dabei. Der ist mal in der Glase. Gott, das schicken. Also da rein, Fiction. Ja. This world is red, like human blood. Too late to regret, they open the gates. Let's hold on this voice. Try to save the earth. Ah, okay, dann hast du da eigentlich leider die besten Oscar-Preisträger geholt, hä? Ach, geh ja. Zwei Sätze am Reden. Und da bin ich einen Speck essen, sagt dann gleich mal jeder. Dann braucht man nicht ein paar Snops. Ich habe mich mal informiert, was der so verlangt, das ist ja ein Narrat, also hätte man sich überlegen.
Nicht, die Rebecca, die ist meine Sekretärin. Und der Sepp draußen, der selber dort in der Produktion. Aber ich bin überzeugt, die zwei machen das super. Gell, Rebecca? Ja, wisst ihr, das ist auch ein großer Durchbruch. Das ist die richtige Einstellung. Aber jetzt kommen wir zu den eigentlichen Star. Schaut mal das Prachtexemplar um, hä? Perfektes Verhältnis zwischen Rot und Weiß. Und einfach eine super Farbe. Den setzen wir richtig in Szene. Wer sagen, wir sind in dem Fall die Hände reißen. Riechen wir. Ja, schaut super aus, Franz. Perfekt. So, aber jetzt lass uns keine Zeit verlieren. Hey, gehen wir auf die Chance und suchen wir den nächsten Platz. Komm weg, gehen wir aus und nimmst uns vielleicht ja. Den Speck mit. Aber nicht, danke. Ich habe schon eine Idee. Ja. Sorgen wir, nehmen wir uns Sepp mit. Sepp! Wir fangen an, frisch ist. Wen warten wir jetzt überhaupt? Sau! Man weiß echt nicht, was man alles für Funkenspinnen jetzt aussieht. Halben wieder spannend. Ich hätte nie gern dein Gesicht gesehen. Da habe ich wohl etwas verpasst, oder Elena? Auf alle Fälle. Du wirst wieder einmal den Mut haben, die Rau zu spielen, die Gangstraße hängen zu lassen und dir die Infos so einzutreiben. Und wenn es nicht tut, dann gibt es einfach einen auf die Fresse. Gell? Spätestens dann reden sollen, oder? Und schon die Leute gleich einen auf die Fresse hauen, oder wie ein Michel, den Bauch reichen. Und dann die Brust ausrecken und in den Raum rumstolzieren. Sehr viel das gern, gell? Aber was spät gehen dann? Eigentlich müssen wir ja froh sein, dass es dich gibt, oder Elena? Es kriege ich den Job einfach erledigt. Wir von der Polizei und von der Justiz müssen jetzt ja die Gesetze halten. Aber es haut in die Leute einfach in die Fresse und gut ist. Na, sei mir froh, dass es euch gibt. Weil es ist, kann ich dir lang gar nicht weiter. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, weil ich glaube, wir werden noch länger miteinander zu dir haben. Wie du weißt, weiß ich schon. Die Elena, die beste Polizistin überhaupt, hast du ja auch schon kennengelernt. Und ich bin die Giulia Perichiello. Ja, lieber Herr Gallo, ich muss dir leider sagen, dass du ziemlich in der Scheiße steckst. Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Nötigung. Du hast dich bei Michel daheim ziemlich daneben benommen. Ich habe es nämlich selber gesehen, er hat leider eine Kamera in seinem Zimmer zu seinem Schutz. Siehst du wohl? Aber am Ende hat er die bei die Eier gehabt und nicht umgekehrt. Na, da wird er spontan kreativ und raffiniert reagiert. Das muss man ihn lassen, oder? Und er hat gleich
welcher Freude, dass ich mit dir oben wäre. Echt süß, Wein. Und nicht gleich, weil er ein Mitarbeiter, sondern auch so ein süßer Freund ist, wäre ich jetzt bis über den Jahren und wieder zu verklagen und am besten die ganze Agentur für den Hotel bis gleich. Aber das ist nicht alles. Ich habe mich nämlich über dir wegen schlau gemacht und habe noch einiges gefunden, das sich auch wieder auf Nummer von einer Form sicherlich bewerkstelligen lassen. Da bin ich nicht Spezialistin. Aber eine gute Nachricht habe ich für dich, Herr Galler. Deine Ermittlungen sind komplett. Du hast die Auftraggeber für die Bilder gefunden. Ich und die Elena bei uns. Wir haben mit Michael umgestellt, die Bilder online gestellt. Aber so viel muss man zugeben können, dass die Bilder derartig hoch und die ganzen Gerüchte raus entstehen. Mit denen haben wir nicht gerechnet. Und auch überhaupt nicht beabsichtigt. Aber jetzt, weil wir schon so weit kennen, beschwören wir auch so, wieso wir das getan haben. Weil die Polizei tut ja auch ab und zu etwas. Natürlich nicht so effizient und nicht so viel wie es. Aber wir geben jetzt Mühe. Also, da gibt es so also einen bestimmten, ja, Kult, mir sagt man schon fällig sagen, die richtig scharf auf Mörder sein. Massenmörder am besten. Die haben ihre eigenen Internetforen und tauschen sich selten über ihre Helden aus. Und das Größte für die ist, wenn sie irgendwelche persönlichen Gegenstände von denen in die Finger kriegen. Klingt abenteuerlich, oder? Natürlich nicht so spannend wie enkle Aufträge. Aber ja, da zurückzukommen. Die persönlichen Gegenstände können alles Mögliche sein. Aber der Jackpot ist natürlich die Todwaffe. Auf alle Fälle ermitteln wir schon seit einer Weile gegen die. Und hätten jetzt gewählt, ein bestimmtes Mitglied von dem Kult, die Todwaffe von Rupert Gernot zu verkaufen bieten. Um noch längerfristig sich alle miteinander hops zu nehmen. Jetzt, für die Details ist keine Zeit. Oh, du hast eh schon alles durchschaut. Leider, damit du dir mal eine Idee hast, mit was wir uns den Strafzettel schreiben. Was ist denn alles so beschäftigt? Ja, ist sehr beeindruckend. Mit der Wegschleim kommst du da jetzt auch nicht mehr raus. Aber ein Ungebot hätte man für dich. Du bist ja ein taffer Mann und du verstehst dich mit den Leuten von Kult sicher blendend. Eine echte Polizistin nur einzusetzen, kann das gekannt werden und mir Kanten aufheben. Du passt so jemand wie du schon ein Stück besser. Es war eine unnötige Aktion und danach kannst du wieder deine eigenen Wege gehen. Und mir passt auch, dass das nicht passiert. Natürlich kannst du auch anlehnen. Aber selten ruiniere ich dich von Kopf bis Fuß. Eva, unterschätze mich nicht. Ich kann ziemlich bissig sein. Und falls du denkst, du deinen Chef oder deine Kollegen einzuschalten, weil im Mund steht, können du jetzt nicht außer helfen. Sei mir schon gern mit dir. Ich und der Stadt Österreich darf sie sehr gerne höchstpersönlich kennenlernen. Die Elena sagt noch mehr. Schaut das Stück gut aus. Hast du dir entschuldigen, darf ich überhaupt zwischenreden? Ja, in der Hand immer noch sowieso weg. Jetzt geht es leider darum, das Prachtexemplar von Machen zu filmen. Da muss in die Zuschauer ist Wasser in den Mund zusammenlaufen, weil sie das sehen. Ja. Geil. Ja, ich habe es gestern wahrgelesen. Genau in dem Hotel oben ist es passiert. 13 Jahre ist jetzt her. Sag, was denn eigentlich so, dass er das getan hat? Was ich weiß, hat es da kein so wirkliches Motiv gegeben, aber es war halt damals eine Riesengeschichte. Der Herr Greifenberg war eine von ihren Gehandelsfamilien und der war bekannt als Gourmet-Kritiker fürs Dichten und Texte schreiben und solches kulturelles Zeug hat. Und der Herr Hafner ist anscheinend damals als Kind dabei gewesen. Er hat das auch miterlebt. Witzig, wenn er es hätte so mitgekriegt. Hopp, gehen wir, machen wir weiter. Mach ich nicht mehr rein. Ja, auf geht's. Hallo, schöne Dame.
Darf ich nicht dazusetzen? Nein, wirf den noch. Dazugesellen und nicht dazusetzen. Ah, ist das nicht das Gleiche? Nein, ich sag, dazugesellen klingt romantischer. Dazusetzen klingt, keine Ahnung, wie von einem letzten Porno aus. Verstehst du? Dazugesellen. Sag's, dazugesellen, Sepp. Dazugesellen. Gewaltig. So, mach mal alles noch. Echt? Ja, warte mal. Muss ich da jetzt wirklich jedes Mal so Speckscheide essen, sonst ist das Bettchen gar nicht geil, ne? Ja, muss schon. Das muss authentisch sein. Können wir das nicht irgendwie zusammenschneiden? Ich will jetzt nicht eine halbe Speckscheide essen. Wir müssen halt agieren, oder? Zusammenschneiden. Danke. Leute, Sepp, so gibt's dazugesellen. Dann haben wir's. Okay? Ich geh mal kurz telefonieren. Mach doch einfach weiter. Auch noch selber. Sepp, gehst du mal. Rebecca, ganz links reden. Mir. Ja. Action. Und die Gruppe zu unterwandern, sehr geht Philipp nicht. Weil die Mitglieder sind in der Form komplett anonym unterwegs. Und ich kann es halt einfach gleich mal so umschreiben und sagen, ah, ich wäre jetzt auch gerne Mitglied. Wie sich der Fan soll, wissen wir leider selber nicht so ganz genau. Aber der Michael hat es auf jeden Fall geschafft, einige Nachrichten von bestimmten Mitgliedern anzufangen. Und es gibt verschiedene Quellen und Hinweise darauf, dass eben die Mitglieder von dem Kult irgendwann selber ihr Idol nachahmen wollen und eben bereit sind, selber schwere Straftaten bis hin zum Mord zu begehen. Ja, Krankheiten halt. Und der Michael hat dann das Messer mit den Bildern in Darknet zum Verkauf angeboten und dann hat sich eigentlich relativ schnell so ein sogenannter Dr. Shipman gemeldet. So nennt er sich zumindest. Und wir vermuten stark, dass eben der Dr. Shipman eben auch Mitglied von dem Kult ist. Und ja, die fangen ja schon an zu puffen, wenn sie die Tatwaffe von ihrem Idol in die Finger kriegen. Auf jeden Fall will der ins Treffen und sich gern das Messer mal anschauen. Und da sehen wir jetzt die Chance, einen Fuß hin zu kriegen. So, sag einmal etwas. Na, was denn? Irgendetwas, der Schleiertest. Nein,
Oh, hallo, 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 Naturjoghurt, hallo. Herrschin? Ja, passt. So, das funktioniert schon einmal. Okay, du weißt, was du sagen sollst und welche Rolle du ungefähr verkörpern musst. Gut, also wie gesagt, übertreib's nicht, versuch keine direkten Fragen zu stellen, da geht's primär darum, sein Vertrauen zu gewinnen. Ich bin die ganze Zeit in deiner Nähe, wir sehen alles, wir hören alles. Sollte es irgendwann mal brenzlig werden, dann greifen wir natürlich sofort in. Ja, aber krieg ich eh auch etwas mit zu verteidigen. Wenn er mich umgeht, seid das auch nicht schnell genug. Bis das fängt an pushen, da was Seite raus, dann seid ihr erst mal längst umgegangen. Du hast ja ein großes Messer mit. Ja, gerade deswegen. Er will sich umschauen. Wenn er muss auf einmal von der Hand reißt, das tue ich ihm nur. Das hat mir selber gesagt, was das für kranke Typen sind. Ja, du darfst ihn ja nicht geben. Kalt's bei dir. Aber, weißt du was? Wir haben Rest da. Das habe ich heute in einem Jugendlichen genommen. Das muss reichen. Wow, Wahnsinn. Und überhaupt? Muss ich den Scheiß da eigentlich umladen? Ja, Musche. Und bevor ich es vergiss, gebe du noch etwas mit. Damit es authentischer wirkt, musst du dabei auch noch rachen. Nein, ich rache. Ich hab's gelott. Und was soll es ein bisschen authentischer dran sein? Du musst aber. Schöne Grüße von Michael soll ich dir noch dazu sagen. Das könnt mir jetzt den Rachen zwingen. Was soll denn das eigentlich? Nein, zwingen nicht. Die Julia hat keinen Freiwillig, wenn du dir dann ins Raumweisungen haltest. Da kannst du richtig bärs werden. Das kennt mir alle mal jetzt. Nein, ich glaube nicht, dass er morgen spielen wird. Ja, und wenn, dann vielleicht die letzten 5 Minuten. Ja, und das auch nur, wenn es, sagen wir, 4-0 steht. Für wen ist dann auch egal, aber ich meine, man muss nicht gut sein, um seinen Spaß zu haben, weißt du? Okay. Ja, alles klar. Dann bis morgen um 3. Gut. Ciao. Gut, und selber? Nicht der Maske in Gorik, wie ist das schon Fasching? Ah, da ist es ja schon. Das Objekt meiner Begierde. Darf ich? Unschauung schon, aber bitte nicht ungerade. Ja, ich muss es schon anfassen, sonst weiß ich ja nicht, ob es auch das echte ist. Ja, ich habe extra Handschuhe mitgebracht. Besser. Keine Sorge, ich sammle nur und benutze nicht. Dafür wäre es mir auch viel zu schade.
Ja, das ist das Echte. Zweifelsfrei. Du musst mir verraten, wie du an sowas rangekommen bist. Ja, sagen wir mal so. Ich habe meine Kontakte und ein ziemliches Glück gehabt. Aber mehr will ich darüber jetzt auch nicht verraten. Du weißt schließlich, mit wem ich zitieren und du kannst auch ein verdeckter Polizist sein. Und die Maske hilft übrigens auch nicht dabei. Ja, eine gesunde Skepsis ist immer wichtig. Die habe ich ja auch, wie du nun schwer erkennen kannst. Aber wollen wir uns nicht dort im Schatten weiter unterhalten? Ja, okay. Sag mir, warum willst du so etwas nur verkaufen? Tja, blöde Frage, weil ich das Geld brauche. Jahrelang habe ich es behüten, wie ein Schatz. Und der wird es nicht her. Okay, was fasziniert dich so sehr daran? Ja, beschreibe es so: Das ist wie wenn du Fußballleibchen von irgendeiner Mannschaft von deiner Mama kriegst. Du kennst die Mannschaft zwar nicht wirklich, aber du wirst ganz automatisch Fan davon. Bei mir und beim Messer war es genauso. Ich habe das Glück gehabt, das zu kriegen und habe mich über die Hintergründe informiert. Und ja, so komisch, dass das klingt. Ich bin auch ein bisschen Fan von dem Mensch geworden. Aber heute bist du ja anscheinend da. Ja, interessanter Vergleich. Ich würde mich allerdings weniger als Fan, sondern mehr als Faszinierten bezeichnen. Ich heiße nicht gut, was Mörder tun, und sie sind definitiv keine guten Menschen. Dennoch, oder vielleicht gerade deswegen, geht von ihnen für mich eine gewisse Faszination aus. Und oft sind ihre Motive ja durchaus nachvollziehbar, wie ja beispielsweise auch bei Robert Gernot. Der wurde ja, wie du wahrscheinlich bereits weißt, als Kind zwar nicht von Friedrich Greifenberg, sondern von Hagen Greifenberg, also dessen Vater, schwer misshandelt. Und als dann Friedrich Greifenberg noch das Hotel Weißgold runtergeputzt hat, in dem zu diesem Zeitpunkt Robert Gernot zufälligerweise angestellt war und somit seine Anstellung mit der Bewertung zusammenhing, naja, da sind ihm wohl auch die letzten Sicherungen durchgebrannt und hat ihn schlussendlich umgebracht, wie wir wissen. Es entschuldigt seine Taten bestimmt nicht, aber ja, die Welt ist ohne die beiden Tyrannen Friedrich und Hagen Greifenberg bestimmt kein schlechterer Ort. Aber ja, das ist auch nur meine Meinung. Also, mir ist das neu. Von Misshandlungen oder so etwas habe ich halt noch nie nicht gehört. Echt jetzt? Das war eine volle Sache. Ja, das wundert mich nicht, aber es wurde ja auch nicht darüber berichtet. Aber es ist so. Aber bei der Verhandlung muss so etwas nicht auch kommen. Ich meine, das beeinflusst den Prozess. Aber von denen hat man nicht mir nicht gehört. Ja, wenn die Schuld so eindeutig ist und den Mord an die 20 Personen gesehen haben, dann wird nicht mehr lange ermittelt. Die Menschen wollen den Täter so schnell wie möglich hinter Gittern sehen. Was dann ja auch passiert. Fließbandprozesse nenne ich das. Denn wenn sich der Beschuldigte nicht selbst äußert, wie es Robert Gernot wahrscheinlich auch nicht gemacht hat, womöglich hat er sich geschämt, ja, dann wird im wahrsten Sinne des Wortes ein kurzer Prozess gemacht, was auf keinen Fall fair ist. Robert Gernot hat definitiv keinen fairen Prozess erhalten, denn hätte er sich zu den Umständen geäußert, ja, das hätte sein Strafmaß womöglich gelindert. Satzar, was hätte mir sein Leid, auch die letzten Sicherungen durchgebrannt waren und mir, dass es so passiert wäre. Aber woher warst du das eigentlich? Ja, ich recherchiere. Ganz einfach. Ich bin ja kein Verrückter, sondern lediglicher Mann mit, sagen wir, etwas außergewöhnlicheren Interessen. Aber gut, wir sollten uns nicht mehr allzu lange unterhalten. Ich bin definitiv interessiert, muss mich aber noch mit meinen Kollegen absprechen und melde mich dann bei dir. Bis dahin, halt die Ohren steif. Alles klar.
glaubt man sowas? Unglaublich, zu was das mich alles zwingt. Kann kaum erwarten, für einen Klumpen auszuziehen und vernünftig anzugehen zu legen, wie es geht. So, die Alltagsbewegung ist schon auch wichtig. Aber genauso wichtig, wenn nicht wichtiger, ist den Herzkreislauf in regelmäßigen Abständen mal so richtig arbeiten zu lassen. Einmal wieder muss die Pumpe ordentlich aufgeräumt werden, damit das Blut so richtig durch die Arterien durchschießt und den ganzen Dreck, der sich bei eingezogen und gesammelt hat, rausspielt. Stellt euch mal vor, wenn ihr so ein Rohr habt und dann fließt so ordentlicher Wasser durch, dann werdet ihr euch sicher nicht verstopfen. Genauso ist es auch bei uns beim Körper. Wisst ihr, es hilft gar nicht, ins Fitnessstudio reinzugehen, wie viele garantieren, und die Muskeln auszublasen. Weil um richtig fit und gesund zu bleiben, muss der ganze Kreislauf arbeiten. Der ganze. Nicht die Muskeln, nicht die Kondition, der ganze Kreislauf muss arbeiten. Deswegen, außer aus dem Haus, in die Natur rein, und ordentlich die Pumpe dran und eine Hitze haben. Und mit denen werden wir gesund bleiben, und genau das will ich eigentlich zwei Motherfucker vermitteln. Okay? Und drücken aus die Oberschenkel raus. Hopp, Männer! Und aufdrücken mit Brust und die Arme. Jawohl. Ivo, was ist das da für Geschirr? Es muss ein bisschen zackiger werden, Männer. Ein bisschen schneller dran. Hopp! Männer, wir müssen noch mehr investieren. Wir müssen den Kreislauf in Schwung bringen. Fühlt man sich gleich schon viel vitaler. Und der Herzinfarkt mit der 40, der war da schon oder ist. Spaß, heim macht's oben drei nicht an. Oder, Mann? Ja, ja. Jetzt gehen wir laufen! Leistung. Ja, falls. Ich bin hin. Ich pack's nicht mehr. Ich geh wieder zurück. Ja, jetzt wo es Chicken gelaufen hast, müsste das wohl leichter gehen, oder? Das Lacker kam ja mal. Na, so ein Scheiß, na los. Das bringt ja alles nicht. Wenn du misst, dass ich eh regelmäßig gehen und das hat 100%. Hey, ich kenn mich. Ein Scheiß. Ich bin eigentlich alle mitgetan, damit du ganz allein bist, wenn du schon so viel Weile lang bist. Ja, sehr edel von dir. Ich bin ja alle gegangen, weil es sonst noch durchgedreht war in der Wohnung. Was ist? Geht's halbwegs wieder? Wegen der Alten oder so? Ja, es fuchst mich schon mal wieder, aber es wird wohl gehen, so langsam. Ich freue mich schon wieder drauf zu arbeiten. Überhaupt, wie schaut es bei dir aus? Hast du schon etwas rausgefunden wegen der Bilder? Ja, rausgefunden. Ja, nicht wirklich viel Spannendes dabei. Da ist also ein Witsch gewesen. Der hat den Hotel auf den Schaden gewählt und hat den dunklen Anzeigen. Also recht aufregend, das war jetzt auch nicht dahinter. Was ich aber rausgefunden habe, halt die fest. Der Rupert Gernot, der ist als Kind misshandelt. Und zwar von einem Foto von dem Typ, den was er umgebracht hat. Und von dem hast du in den Medien halt gar nicht gehört. Und das kann ein Mensch hinmachen. Was ist denn da los? Auf geht's, genug Pause gemacht. Weiterlaufen, Jungs. Das Lacko wird's nicht einmal richtig zu machen.
Ja, über seine Mundbeschwerden haben wir im Endeffekt dann gar nicht viel geredet. Also er hat auch nicht wirklich Interesse dran gehabt. Er hat zwar schon seine Trennung erwähnt und dass ihm die ziemlich mitnimmt, aber du, das ist glaube ich auch normal. Also da würde ich mir wirklich eine große Sorgen machen, ehrlich gesagt. Ja, alles klar, ich verstehe. Ja, und ich verstehe auch, dass Erik gern hingegangen ist. Aber lieber bin ich immer vorsichtig und riskiere ihnen auf die Nerven zu gehen, als sie mich jetzt zu kümmern und vor veränderten Tatsachen zu stehen. Meine Mann, man kann in einen Menschen drinnen schauen und oft weiß man nicht, was in ihnen gerade also so läuft. Spanien. Ausgerechnet Spanien. Eigentlich hätte ich mir so denken gekannt. Wisst das? Noch sagst du, sie dat gerne Erasmus machen. So heißt, und sie möchte in einem anderen Land studieren. Ihr gefällt sie einmal voll und sie möchte nach Spanien. Passt ja. So heißt zwar, man sieht sich ein paar Monate nimmer, aber wenn sie das gerne tat, dann lobt man sie halt. Was will man dir? Ich habe ihr rückgewählt im Weg stehen. Ich bin ja ein guter Freund. Ja, nach 14 Wochen. Jung ist sie, voll hübsch und sie jeden freundlich und nett. Na kommt eine junge, hübsche Frau, was zu jedem freundlich und nett ist, sein hin und kennt sich natürlich bis erst einmal nirgends aus. Braucht Hilfe und kriegt einen ganzen Haufen Hilfe von den netten, braun gebrannten Spanish Boys. Die Spanier sind ja so offen und freundlich, sagt sie noch. Sie will natürlich Sachen erleben. Feiern, Dinge gezeigt kriegen, es ist Sommer, es ist heiß, sie ist gut drauf. Noa Kemse. Die ganzen fucking Julios und Enrique Iglesias und wie die Beach Boys alle so heißen und stürzen sich auf sie wie Hyänen. Tag für Tag reißen sie um sie umher, packen ihren Charme aus und spekulieren, wer von ihnen in den Stich kriegt. Für mich hat sie natürlich nicht mehr so recht Zeit, es gibt ja so viel zu tun und sie sehen. Kurze Telefonate, Tage von ihr ohne eine Antwort. Ich wär wütend. Sprich sie drauf und bring sie sogar zu plärren. Sie meint man gefallen zu dir und geht mit dir auch nimmer nicht mehr mit zu feiern. Bis sie ihre neue BFF, die fucking Carla, da wissen sie nicht mehr geheißen hat, sie dich dazu überredet und in der selben Nacht hat sie wieder mal so einen mega Spaß. Es stellt sich also aus, dass ich derjenige bin, der ihren Glück im Weg steht. Sie will ja da feiern, sagt sie. Ich soll jetzt ein Drama machen, da ist nicht. Fucking Julio, ich schau einfach gleich so voll nicht zu ihr. Na, ach, niemand will die scharfe Erasmus-Studentin übertieren. Wo denken ich hin? Man ist schon einfach machtlos. Man huckt daheim und kann darauf warten, bis es passiert. Strand, Sommer, Cocktails, fucking Julio und irgendwann werden die gelutscht. Sie hat gemerkt, dass sie eine feste Beziehung inengt. Sie hat gemerkt, wie viel das Leben zu bieten hat. Und ich habe gemerkt, ja, was habe ich eigentlich gemerkt? Gute Folge. Also ich muss da ein Kompliment aussprechen. Das hast du richtig souverän gemacht. Echt genial. Und das mit dem Fußballtrikot war eine Wahnsinnsidee.
du taugst ja vielleicht echt so etwas. Ah, übrigens, der Dr. Schippe hat geschrieben. Und der Mech hat sich nochmal treffen, um das Messer und die Bilder zu kaufen. Ja, du hast also wieder einen neuen Job. Was? Du hast gesagt, es ist gleich meine eine Aktion und dann bin ich draußen, Pitana. Hoi, hoi, kein Grund gleich so auszutrennen. Ja, sei stimmt auch. Aber die Aktion ist noch lange nicht vorbei. Dort wird erst umgekommen. Du kannst jetzt leider noch nicht aussteigen. Außer du möchtest dir ein mehrjähriges Verfahren notieren, wo eine Haftstrafe mehr als eine realistische Option ist. Ich sag's nicht gern, aber du kannst da jetzt nie mehr raus. Die Elena ruft dich danach an und sagt dir die weiteren Details zum nächsten Treffen. Ah ja, das Rechen magst du wieder umgewinnen. Der Michel hat seinen Spaß gehabt, ist leider ungesund. Okay? Tschüss! Oh nein, Bartel! Geschnitten. Man sticht es doch nicht dem Menschen in seine Rippen. Der Gast war verstärkt keucht und grunzend noch im Sitzen. Mama schrie, sieh nicht hin. Doch was war geschehen, war gesehen. Niemandem konnte es das Kindlein erklären. Niemandem konnte es das schrecklich Erlebte erzählen. So schloss das Kindlein es ein. Das Trauma, es blieb so lange geheim. Als würde es gar nicht erst vorhanden sein. Das hat Dell nun übernommen, begann das Trauma, in Arno wieder hochzukommen. Plötzlich Bilder und vage Gerüchte, es hieß, dass Rupert gerne und gerade flüchte oder sei er freigelassen. Arno konnte es nicht fassen, nein, das kann nicht sein, alles Betrug und Hochburg, dennoch. Schon lange tut Buße. In diesem Köpfchen hier ist er schon lange auf freiem Fuße. Er wird kommen und er ist schon da, Papa. Warum konntest du mich nicht trösten? Wir waren doch beide immer die Größte. Nicht nur ich wurde klein, sondern auch du. Das erkannte ich erst viel zu spät. Im Nachhinein, früher. Bettnässen, heute Tabletten fressen, früher schweißnasse Füße, heute Schlafparalyse. Doch ob real oder nicht, ist doch egal. Am Ende ist es doch immer die Psyche, die als erstes bricht. Moschedano? Na? Na, ihr kein Problem. Andere Probleme, wird ich. Na, et ich. Und solange sich an der Einstellung nichts ändert, Vorhang auf für Rupert Gernot. Yeah.
fuck, fuck, scheiße. Hallo! Puh, es ist wohl ein wenig aus den Fugen geraten, wie ich gehört habe. Aber du hast es gut gemeistert. Ma, langsam bin ich wirklich überzeugt. Jetzt haben wir schon zwei festgenommen. Läuft ja besser, wie ich denke. Jetzt müssen wir leider drum bleiben, dann ist der Kult bald einmal Geschichte. Ah, wie aus den Fugen geraten nennst du das? Ich war fast draufgegangen. Es reicht, ich bin jetzt draußen, aber endgültig, verstanden? Jetzt pass einmal auf. Fahr nix, bist du draußen. Das ist das Mindeste, was du der Gesellschaft schuldig bist. Wenn ich dich in Ruhe lassen soll und du nichts mehr von mir hören willst, dann ziehst du das jetzt durch. Alles Weitere sagt dir die Elena. Ich finde es super, dass unser Gespräch jetzt echt noch zustande gekommen ist. Freut mich. Ich will über etwas ganz Konkretes reden. Ja, gern. Schieß uns los. Das, was wir da reden, ist vertraulich, oder? Da gibt es sicher etwas, wenn er sich schweigen die Pflicht oder so. Naja, jetzt nicht so direkt, aber ich erzähle natürlich nichts weiter, ist ja klar. Du hast Medizin studiert, habe ich gehört, oder? Naja, 9 Semester lang, aber lei. Okay, wie gesagt, ich habe ganz eine konkrete Frage. Und zwar, was passiert, wenn man sich ein Messer so lang in den Oberschenkel rammt? Also, Sie wollen jetzt wissen, was passiert, wenn man sich ein Messer in den Oberschenkel rammt? Ganz genau. Deswegen sind Sie da. Okay, das ist eine seltsame Frage und ich glaube, ich bin da nicht die richtige Ansprechpartnerin für das. Ich bin schließlich Ernährungsberaterin. Aber ja, was wird schon groß passieren? Also, Sie werden sicher stark blüten, den Fuß können Sie wahrscheinlich dann auch nicht mehr belasten und vielleicht müssen Sie sogar operieren. Das kommt aber natürlich auch auf die Einstichtiefe drauf an. Aber ja, ich hoffe, Herr Gallo, Sie haben etwas so Bescheuertes, Entschuldigung, nicht vor. Was da drum bescheuert ist, lassen wir meine Sorge sein. Aber das, was mir alles viel zu wagen. Die Sachen, die mich interessieren, sein, das muss in der Erstversorgung gehen. Kann ich verblieben? Kann ich gelähmt bleiben? Wie lange muss ich im Krankenhaus bleiben? Das sind die Sachen, die mich interessieren. Wenn du dazu etwas sagen kannst, dann möchte ich es ein bisschen wissen.
Wie kommt ihr für so? Ja. Ich weiß den ganzen Tag noch so verletzt. Ich habe so öfter mal nachgetan. Aber ich habe mein bestes Geld, muss ich sagen. Aber was mir auf die Eier ist, Schabin, ist mit den Dazugesellen, Dazusetzen. Ja, das kann schon öfter mal rein. Aber, wohl, mir ist auch viel gekommen. Groß und ganz, es war jetzt auf Flo einfach, aber hat schon Spaß gemacht bis zum Schluss. Ja. Und der Speck, der selber war nicht immer so flüchtig, oder? Nein, der ist die ganze Zeit in der Sonne gestanden, der war sicher nicht mehr gut. Ja, muss man eben aufpassen, dass man nicht Salmonellen kriegt bis zum Schluss, gell? Mhm. Ja, ja. Aber jetzt halt eigentlich haben wir nicht mehr Szene. Ich werde aber keinen Typ. Und den Teufel wendet richtig auf die Rasse anstechen. Das Zeichen, er hat die Waffe nur verletzt, nur an Kinder und sticht ihn direkt in die Brust, so wie sie es abkehren. Aber das wird er dir nicht verpassen, wie so ein reiches Schwein richtig auf die Grause gestochen wird. Da will er dir unbedingt dabei sein. Herr Zeichen, oi, was soll denn das? Soll das ein schlechter Scherz sein? Was bitte was? Hört auf, an seinen Scheiß zu reden! Sonst lernt, dass wir ihn noch richtig kennen! Ja, ich verstehe jetzt Ihr Problem, denn wir reden ja leider über Elvis-Bot. Passt Ihnen da, Herr Passetta? Es hat Gott lieber geredet, wie mich der Opa gerne noch ein paar Mal losstechen wird. Was haben wir? Ja? Herr Ruffner, alles klar bei Ihnen? Ja, wird schon, danke. Wo ich an Spumina komme? Herr Ruffner, ich weiß zwar etwas mit Ihnen los ist, und ich will mich jetzt natürlich auch nicht zu weit aus dem Fenster schauen. Aber ich habe auch damals eine schwierige Zeit der Leben gemisst. Eine psychisch schwierige Zeit. Deswegen glaube ich, sie einfach auch ihn verstehen zu können. Es ist ja öfter mal so, dass einfach ein paar Sachen, die so viel mitnehmen, dass das komplett aus der Bahn wirft, dass er keinen jeglichen Bezug zu der Realität von ihm schätzt. Und ich meine, gehört sie haben, dass ich auch damals bei den Mord in dem Hotel dabei gewesen sind, dass ich das mit unschauen gemisst habe. 13 Jahre. Und jetzt in der momentanen Situation, wo die Bilder und Gerüchte hier unten sind, ist kein Wunder, dass da mal das Trauma wieder aufkommt. Aber ja. Jetzt auf den Punkt zu kommen, weißt du, dass ich sie jetzt lange aufgeholt habe. Ich habe auch mal so ein Trauma gehabt, so eine Sache sehr. Und mir sind auch wieder Situationen vorgekommen, wo einfach das Trauma wieder aufgekommen ist. Aber was mir in den Situationen allen geholfen hat, ist einfach einmal die Augen zu ziehen, dreimal hin- und ausschnaufen, wo sie ordentlich gehen. Aber danach ist mir das klar ein Stück besser gegangen. Ich weiß, es klingt jetzt vielleicht ein wenig blöd, aber es geht wirklich. Oder bei mir ist es auf jeden Fall gegangen. Und das könnten Sie natürlich auch mal probieren, eventuell. Einmal tief hin- und ausschnaufen. Ja, ja. Und wenn Ihnen noch etwas sagen darf, Herr Hoffner. In solcher Phase fühlt man sich oft wie in einer Parallelwelt. Aber was mir auch geholfen hat, warum ganz einfache Sachen zu tun, nicht? Zum Beispiel Mama. Er ist ein Spiel, er spielt man normal nicht so viel oft. Aber das hat mir da einfach alle wieder auf den Boden gebracht, verstehst du? Es hat mir einfach wieder einen Bezug für die kleinen Sachen einfach wieder kriegen die Leute, verstehst du? Mama, das Kartenspiel. Ja. Das
sind halt einfach solche simple, einfache Tätigkeiten, was man dort tun kann. Das klingt jetzt zwar wieder blöd, aber mir hat das wirklich allen richtig geholfen. Aber ich natürlich weiß jetzt nicht, in welcher Situation sie da effektiv sind. Und ich denke auch, dass da jeder Mensch unterschiedlich ist. Nicht? Ja, entschuldige, wenn ich jetzt eben persönlich wäre, aber sie haben ebenfalls Kindheitstraumen, was wieder aus, nein. Ja, genau. Ich kann Ihnen auch gerne sagen, was da dran ist. Und zwar bin ich als junger Bursche von einem Hund gebissen worden. Und ein paar Jahre lang ist das noch wieder angekommen. Und die haben da echt eine panische Angst vor Hund entwickelt. Ja, und das ist ihr Kindheitstrauma. Angst vor Hunden. Ja. Und nachdem sie einmal seinen Hund gesehen haben, dreimal tief hingeschnauft und ausgeschnauft, dann war es nicht mehr so schlimm. Oder haben wir mal auch gespielt, um in Bezug zu der Realität wieder zurückzugehen. Ja, aber es hilft halt wirklich. Ihr als Kind mit Unschauen gemisst, wie ein Mensch ein sellerlanges Kuchelmesser in die Brust gerammt worden ist. Wie es Blut gespritzt hat, wie die Leute in Panik geschrien haben. Und die hat als Kind einen Hund gebissen. Und du willst mir erzählen, wie ich mit dem Trauma umgehen soll. Weißt du was, flieh da! Du bist ein Checklist, der überhaupt nicht einen Plan hat. Ich habe mir da helfen gewählt. Also ich zumindest weiß die Julia wahnsinnig zu schätzen. Weil ein Rechtsstaat braucht dringend solche Leute wie sie. Weil die Kriminellen, die Banden, die Gangs, die haben alle Leute, die das sein, die Biss haben,
die eine Einschüchterung kennen. In denen mangelt es echt an Personal, Durchsetzungskraft. Und ich bin so froh, dass wir so jemand wie die Julia in unserer Reihen haben. Vor der haben die Leute Angst, Respekt. Und der lässt sich etwas so schnell unterkriegen. Ich weiß noch, als war es gestern gewesen. Da ist ein 2 Meter großer Typ vor euch gestanden. Riesenarme, voll tätowiert. Einen düsteren Blick. Als dann sie gleich aufreißen. Der hat sich den Lars Augen geschaut. Aber hat sich echt in Schüchtern gelassen. Im Gegenteil, der hat den so zur Schnecke gemacht. Also, das war einfach gleich beeindruckend. Und was sie mit ihm fertig war, dann war der Lama halb so groß. Und solche Leute brauchen wir. Und weil ich das gesehen habe, dann habe ich gewusst, mit der will ich zusammenarbeiten. Aber so sehr ich sie auch schätze, ich weiß, dass sie manchmal übertreibt und denkt, was und Schluss ist. Und da probiere ich sie echt zu bremsen. Und ich glaube, dass ich sie alles mal abgeben muss. Schau, Eva, du hast deinen Teil mehr als erfüllt. Und jetzt ist echt genug. Ich werde schauen, dass sie dich von jetzt an in Ruhe lässt. Mach, er war voll fein. Nein, er war super, danke Sam. Ja, das wird jetzt nicht viel nutzen, wenn ich das so. Und vielleicht findest du ja recht noch einen Job, weil du nicht andere Leute im Bauch schlagen musst. Wer weiß. Ach so. Aber eins möchte ich dich schon mal fragen. Den Scheiß, was dir der Dr. Shipman erzählt hat, dass der Rupert Gernot misshandelt worden war, die Fließbandprozesse und so weiter. Das hast du nicht wirklich geglaubt, oder? Weil bei dir bin ich mir nicht so sicher. Der Scheiß bin auch jetzt wissen gesund. Auf jeden Fall, das ist ein kompletter Schwachsinn. Die Typen leben in ihrer Parallelwelt. Die da verändern jeden Scheiß, um ihre Helden als die wahren Opfer darzustellen. Die mögen vielleicht intelligent wirken, seien es zum Teil auch, aber sie ändert nichts an der Tatsache, dass sie komplett wahnsinnig sein. Es gibt halt nicht allem für alles eine Erklärung. Das Leben ist kein Theaterstück, wo zum Schluss die Scheinwerfer umgehen und die Geigen spielen und der Mörder dann seine tragischen Motive erklärt. Die Realität ist erschreckend nüchtern und selbst lernt man auch bei der Polizei. Mach's gut, Eva, und danke für den Kaffee. Tschüss.
Ich bin ganz alleine. Auf Dian ist schon lange angesehen. Schon damals. Und jetzt, wo ich vom Gefängnis heraus bin, kann ich meinen Plan durchführen. Die ganzen letzten 13 Jahre habe ich auf den Tag gewartet. Und jetzt ist es soweit. Die Zeit im Gefängnis war die Hölle für mich. Und jetzt wird es die Hölle für dich sein. Jetzt kann ich endlich ausstechen! Lieber Zlatko, wenn du weg gewesen wärst, dann wären wir wahrscheinlich heim noch arbeitslos und jeden Abend elendig besoffen. Du hast ins Haus geholt, du hast ins Arbeit und Würde gegeben und selber wären wir dir niemals vergessen. Niemals. Aber ich habe in den letzten Tagen gemerkt, dass ich ja so nicht mehr weitermachen kann. Ich will meine nächsten Jahr nicht in den Knast verbringen, sondern ich will mich um den Henry kümmern. Ihm geht es einmal richtig letzt und er braucht mich und ich brauche ihn. Wir werden eine Weile in ein fernes Land fahren, wo es allem fein warm ist und sind wir mal ordentlich chillen. Ich weiß, das kommt jetzt extrem plötzlich, aber die Koffer sind schon gepackt. Tut mir leid, dass wir uns nicht persönlich bei dir verabschieden haben, aber ich glaube, Seil hätten wir nicht gepackt. Und tut mir leid, dass wir dir da die paar Satzeln hinlassen, aber ich arbeite mehr. Danke für alles, Zlatko. Bleib gesund, bis irgendwann, Ivo und Henry. Das bereuen wir in ein paar Tagen. Und? Da bereuen wir es halt. Jeder Neuanfang ist schwierig. Kommt wieder zurück. Soll ich nicht etwas anderes? Oh, jetzt machen wir erst einmal Urlaub. Aber was sollen denn wir anders anfangen? Wir kennen ja nicht anders.
Ich will nicht, dass wir wieder in die alten Zeiten zurückrutschen. Ja, da fällt mir schon etwas. Siehst, jetzt gehen wir zu der Polizei. Ich glaube, Herr taugert uns gut und sei mir bloß sicher jetzt. Zu der Polizei. Also sei das Rechte, was immer von dir erwarten wird. Ich komme schon auf sie. Ja. Du. Ich glaube einfach, dass mir eine Uniform brutal gut stand. Du. Gehen wir jetzt. Wir sind gleich mal der Bus kommen. Ja, Arno! Öfter werden Träume hoch! Schöne Dame, darf ich mich dazu gesellen? Das ist der Hintermeister. Ein Hintermeister hier. Hintermeister. Ja! Wuhu! Hintermeister! Spektakulär! Hallo, ich bin Rupert Gernot. Sie kennen mich auf Filmen wie zum Beispiel Speckschnädel-Mafia. Und zufällig habe ich ein Messer dabei! Wir machen einen auf! Hintermeister! Tschüss! So, nimm mich, hallo! Da will direkt der Kameramann anstucken. Jawohl! Madonna! Hintermeister! Männerinspektor, Hintermeister. Hintermeister? Homo Hintermeister, Old Hintermeister. Hintermeister, Speck. Spektakulär.